Was? Ich bin extra rückwärts gegangen. Ey. Ich bin extra rückwärts gegangen. So, jetzt willkommen zurück bei Layers of Fear, was ja seinem Namen alle Ehre macht zurzeit, denn wir haben uns doch, diverse Male. Hm? Ja. Ne? Hier, erschrocken. Ne? So, jetzt offensichtlich kommen wir hier aus dem Laden hier nicht mal raus, weil dieses Telefon noch klingelt, aber man kann... Ist hier irgendwo, ne? 3, 6... Guck mal auf die Rückseite vom Tisch, ob da irgendwas ist. Nee, das ist irgendwas. Stimmt. Ach, guck mal hier an der Seite. Ah ja. Ja. Achso. Achso. Toll. 100 Punkte. Das ist eine ganz, ganz super Idee, war das. Ja. 3, 6. Ah. Da. Ah. Ach, guck mal. Wir haben mich treffen. Talk to me. Why won't you talk to me? I heard it. Oh, 363. Mach doch mal. Ja. Oh. Nee. Oh, Alter. Alter, wie krass ist das denn? Das sieht ja geil aus. Oh Mann, richtig cool. Riecht ich mir gerade schon wieder alle Haare. Heftig. Das ist einfach nur so gut gemacht, das Spiel. Ja. Sag mal. Guck mal die Puppe an. Vielleicht ist da irgendwas dran. Nee, vielleicht kommen wir jetzt die Tür raus. Hier ist nichts. Nee. Hier ist einfach nichts. Ist bei dem jetzt irgendwas? Nee, ne? Es fängt andauernd an, so ein Erdbeben hier, ne? Ja. Es fängt andauernd an hier so... Danke. Das war jetzt echt der krasseste Raum gerade. Also aussehenstechnisch. Mhm. Mhm. Ach nee. Hä? Achso, das ist jetzt gerade verschwunden. Oh. Oh. Kann ich runterfallen? Nee. Nee. Wieder wählen. Was soll denn das hier? Versuche hier zu telefonieren! Oh! Hey, Püppchen! Oh! Oh. Oh nein. Ich weiß noch nicht. Ja, ich muss sehr runterfallen. Einen anderen Weg gab's ja nicht. Ja. Okay. Oh, ich hatte gerade ein paar Performance-Probleme. Der Kleine. Tyrion. Genau. Tyrion.
Aus Königsmund. Vielleicht trifft er ja auf John Schnee. Bekloppt das. Ja. Mensch, ne? Okay. Das ist überraschend. So. Baby, baby. So, ich muss hier nochmal überall reingucken. Oh. Okay, kein Unterschied, glaube ich. Okay, offensichtlich darf ich da nicht runterfallen, oder okay. Was? Ja, ich meine, du konntest am Telefon konntest du auch wieder wählen. Aber. Ja, aber welche Nummer? Jetzt vielleicht wieder 363 machen müssen oder so. Again? Ah, nee, nee. Okay, nee, gut. Oh. Okay. Da war ein Schalter in einem Türrahmen. Nee, links. Da unten. Nee. Das ist auch so ein Schalter. Okay. Ja, alles im Griff. Es ist. Ich kann. Es gibt keine. Ich kann nirgends anders hin. Ich muss. You promise! Machen wir 363. Hat er jetzt zwei genommen? Nee, ich glaube nicht. Das war eben nicht so, ne? Hat sich verändert? Irgendwie nicht, ne? Nee. Acht. Oh. Ja. 5-3. Achso. Ach so. Ach, jetzt sind wir hier. Hä? Ist ja. Das heißt, wir sind jetzt in der Vergangenheit oder was? Quasi? Scheinbar. Ganz gut. Ist ja geil. Alter, das ist auch verrückt gemacht. Wer hat sich denn diese Scheiße ausgedacht? It solves nothing. It never has. It never will. Stört. Was macht denn die Tür mit mir? Der lacht auch. Warte, da rechts. Guck mal da. 3. 5, 4. Da ist die Puppe runtergefallen eben, was vorhin war. Da ist die Puppe. Ist quasi nochmal okay. Zurück. 3, okay, 5, jetzt 4. Müssen wir bestimmt wieder runterfallen. Ne, andere. 3, 5, 4. 3, 5, 4. Wir haben immer noch nicht das fünfte Teil, ne? Ne, immer noch nicht, ne. Voll krass, dass es jetzt plötzlich so lange dauert. Ja, Mann. Zieh's raus. Das gleiche machen hier. Das kann ja. Er sprintet einfach nicht. Ah, das finde ich schön.
Ey, wie war die Zahl? 354. 354, ja. Und ich weg hier. Wenn ich mal richtig eine Puppe an der Wand. 354. This solves nothing. It never has. Ach so, behindert. It ich hätte einfach will. Wieder zum Telefon gehen müssen, statt runterzufallen. Ach nee. Das Telefon nee, das ist ja das gar nicht da. Ding. Jetzt zurückgehst. Ja, aber das Telefon ist ja da, was klingelt. Kannst du jetzt rechts, rechts weitergehen? Ist da wieder eine Tür oder sowas? Nee, nee. Nee. Ein Gemälde. Hier ist Ernest oder so. Hm. Ach, okay. Ach, guck. Ist doch wieder da. Ja, jetzt. Drei. Hat das genommen? Ich glaube. Auf. Okay. Nö, wir sind nicht woanders. Wir sind einfach wieder im Bureau of Investigation. You deserve this. All of it. All of it. All of it. Rekka, Rekka, Rekka. Das Telefon kaputt gemacht. Well. I needed something to add the. How should I put it? Final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it. Dried it in an oven. Fell asleep. Almost burned it. Will I manage to pull this off? Ja, aber ist das jetzt sein Finger? Durchgedrehter Mutterficker. Ja. Sieht, na jetzt hab ich weggepackt. Es sah aber nicht so aus, es sah nicht aus nach einem Frauenfinger, oder? Nein. Okay. So. Ah, okay. Ah, okay. Jetzt, jetzt wird sie langsam ganz. Was der macht, das ist, also er malt sie offensichtlich. Ich dachte jetzt, er macht so ein richtiges Kunst, also so ein echtes, reales Kunstprojekt. Naja. Ne? Aber er malt sie offensichtlich einfach nur mit wahren Ingredienzien. Ja, richtig. Na, wofür hat er den Finger jetzt? Hat er mit dem Finger vielleicht in Farbe getrunken und hat dann. Ich meine, vielleicht macht er auch ein 3D-Bild. Wo nur den Finger rausguckt. So, was haben wir an der Wand? Trial and Error. Okay, ich glaube, hier muss ich einfach nur ins Internet gehen. So, Finger, Haare, Knochen, Haut und Blut. Was wird das jetzt so sein? Ein Hirn? Jonathan, ein Hirn? Ein Hirn? Meinst du ein Hirn? Ein Brägen. So, das Einzige, was mir fehlt, ist ein Brägen. Ja, es ist ne, dunkel, könnte man sagen. Warum sind hier keine Türen drin? Ja. Was soll sowas? Hä, ist doch der Raum von eben. Ja, ne? LOL! Clever gemacht, ne? LOL! Ah. Oh, die Küche? Paprika, ne? Muss ich hier was machen? Ich meine, so. Ah, oh. Vielleicht ist da ein Finger drin. Nichts. Nee, wir suchen einen Brägen, hab ich doch gesagt. Ach ja, stimmt, ja, ein Brägen. Oh. Äpfel? Äpfel. Hier passiert gleich was, Jonathan. Bereite dich. Nein, da passiert nichts. Einen Schocki vor. Ein Schocki? Ein Schocki. Liebe Grüße an Schocki. Der guckt meine Videos nur so nicht. Habe ich auch gerade ins Mikrofon geguckt.
Ja. Macht ja total Sinn, also, ne? Mensch, Flo, Flo, hi! Hallo? Man redet ja auch immer da rein und guckt hier, ja, sowas. Mhm. Du hast das falsch aufgestellt. Ich sehe, nee, nee, ich sehe, du bist geübt. Ja. Oh. Nichts. Ach, das ist so oft nichts. Und man sieht einfach nichts. Gibt hier kein Licht? I don't think so. Gibt es wenigstens Kerzen oder sowas? Man sieht nichts, ne? Nee. Niente, nada. Ganz schwer. Warte mal. Ah. Okay, wir gehen weiter. Man sieht nichts in diesem Raum, deswegen gehe ich jetzt einfach weiter. Naja, flacker du mal zu. Ja, nee, wir gucken. Jetzt hat sich auch schon zu Wort gemeldet hier. I don't like it. Brennt ein bisschen. Mhm. Oder so. Was soll das sein? Immer ein langes Gesicht da. Echt? La la la. Gut, das war's? Scheinbar. Hm. Oh, nee. Das war bestimmt ein Porträt. Immer dieses Quietschgeräusch, ne? Gar nicht haben, ey. Oha. Jetzt wird dir der Teufel ausgetrieben, pass auf, ey. Mhm. Das gefällt mir schon wieder gar nicht. Warum weint die schon wieder? Ne? Ah. Immer wenn ich hier hingehe. Ich sehe nichts. Nee, ich auch nicht. Ich hab mal Essen. Nee, nicht mehr. Ich bin ja, so verjagt gerade. Ja? Das ist schön. Oh, scheiße, ey. Das war der Sinn der Sache. Ja. Aber da konnte man sich jetzt drauf vorbereiten, man hat sie irgendwie gesehen. Mhm. Erschrecke ich mich auch nicht vor Ort. Aber das hat auch einfach nur. Oh. Hm, große Maus. Mhm. Diese Aufeinandertreffen mit dieser dubiosen Person haben ja auch einfach nur einen Sinn für das Spiel. Dementsprechend muss man sich ja nicht immer zwingend erschrecken. Nö. Hä? Ah, das ist die Tür. Ja, ja, ich hab nur geguckt, ob hier irgendwas ist. So. Dann. Ey, ich bin so gespannt, was das Ende ist hier, ne? Also ich bin richtig gespannt darauf, was das hier, was hier so los war. Beziehungsweise was das, also, ja, alles, ja. Ne? Wie, halt, was und warum. Wenn sich so die ganze Geschichte zusammensetzt. Ja. Geht zu? Nicht? Ja, lustig. Okay. Das war klar, das. Warum weht denn... Das ist undicht, das Fenster. Oh. Och, leck mich doch. Okay. Ja, dann machen wir jetzt einfach mal. Man erschreckt sie einfach nicht, weil wir wissen ja jetzt... Nein, wir erschrecken uns doch nicht. Ach, guck mal da. Bücher. Okay. Ich hatte Gänsehaut an den Beinen. Bunt. Mhm. Ich ignoriere jetzt alles, ich mache jetzt hier Speedrun. Die Tür ist auf dem Boden drin. Ja, ich weiß. Wir fallen gleich durch. Bestimmt. Nee?
Hallo? 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 Juppiu! Ich hab halt wie ein Löwe oder so. Ja, ne? Was? Ich bin extra rückwärts gegangen. Ey. Ich bin extra rückwärts gegangen. Ich hab das schon. Ich hatte das gerade schon im Urine drin. Ich dachte, oh. Da wäre der Raum zu Ende. Man könnte sich gar nicht. Ja, mich schon wundert, warum es so weit zurückgeht. Ja, ich hab mich auch gewundert, warum es so weit geht. Oh, Mensch, diese Dame erscheint häufig, ne? Na, so häufig. Ab in den Keller. Ja, da wird ja gut da, ne? Alter Junge, was ist denn hier los? Das ist der Fahrstuhl. Junge, welch... Ach, das ist der Fahrstuhl, ja, klar, stimmt. Ja, Fahrstuhl, nicht vergessen. Also würde ich jetzt mal. Ah, die Kurbel, genau. Ja. Ja, das Ding packt man natürlich auch easy in die Tasche. Tourenhalb auf Leiter. Ah. 3 Tage später. Was war das? Ey, kannst du nicht einfach mal woanders fallen gehen? Ah, fall doch da runter. Naja. Es bricht doch ab gleich. Wahrscheinlich. Nee, wir gehen da nicht drauf. Geh mal. Gar nicht der Fahrstück hier. Ne, seine Gemälde oder so. Ja, viel Gemälde. So. Vielleicht fallen wir doch nicht runter. Kann ich runterfallen? Ich will es nicht testen. Was soll passieren? Ich sehe nichts. Ja, wo ist denn hier oben, wo ist unten? Ja, echt? Ah, okay. Ne, es ist alles verschoben irgendwie, ne? Ja. Das ist ja die Frage, ob es echt so ein Todescounter gibt. Ah, okay. Ah, toll, hätte man einfach geradeaus gehen können, vermutlich. Ja. Und du zum Schluss siehst, wie oft du halt falsch gegangen bist. Oder? Ach so, ja, ja. Aber woher soll man wissen, was falsch und richtig ist? Also. Ist irgendwas hier? Steht an der Wand was. Can you even paint anymore? Ne, hier. Oh, was hier? Ich wurde doch gemeckert hier gerade. Ja, irgendwas war. Okay. Hier. Boah! Okay. In ashes you shall reap. Was heißt reap? Ja. Is that her? Oh, God. Can she hear us? This is all fixable, right? No, you don't understand. Her face, her hands. She will be devastated. Ja. So Brandverletzungen sind keine gute Sache für den menschlichen Körper. Hm. Achso, okay. Junge, was passiert denn hier? Das Spiel musst du auf LSD spielen oder so. Dann gehst du völlig durch. Das stimmt so wirklich. Ey. So. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Macht's gut.